myself to hold my hand. Hallo. Was geht? Okay. Was geht ab, Leute? Wer hätte es gedacht? Eine Woche später und wir haben unserem Wort standgehalten. Willkommen bei einem neuen Weekly Vlog. Wer hätte es ja, so, wer hätte das gedacht? Wir befinden uns gerade im Auto vor dem Baumarkt. Was wir hier machen, erzählt euch gleich Franzi. Mhm. Jetzt schon? Ja, jetzt schon, weil ich irgendwie ist mein Intro vorbei. Okay, also vor dem Baumarkt, weil ihr habt ja mitbekommen, ich ziehe um. Und ich würde gerne eine Wand im Schlafzimmer streichen. Und das wird auch so ein bisschen Inhalt dieses Vlogs, weil heute kaufen wir die ganzen Sachen dafür und am Wochenende wird dann gestrichen. Und Vera will noch eine Pflanze. Ich möchte noch eine Pflanze und Franzi hat gar nichts. Also, oder? Du hast wirklich gar nichts. Okay, sie hat gar nichts. Okay. Ich habe mir von meinem Papa eine Liste geben lassen, was man alles braucht, worauf ich achten soll. Also, ich muss jetzt alles kaufen, was man so für Malarbeiten braucht, weil ich habe nada. We're excited! Ihr merkt, wir kommen langsam wieder ins Vlogging-Gang rein, aber auch nur so. Langsam. Okay, das ist aber awkward. Okay, Schein. Tschüss. Machen wir jetzt noch ein normales Outro oder lassen wir es einfach dabei? Also wir gehen in den Baumarkt. Okay, ciao. Baumarkttrip war sehr erfolgreich. Also wir haben Farbe, wir haben alle Materialien, die wir zum Streichen brauchen. Wir haben Pflanzendünger, ein Töpfchen, noch irgendwas? Sprühflasche. Und eine Sprühflasche. Also sehr erfolgreich. Wir fahren jetzt zurück, holen Pizza und gucken Prince Charming. Wir haben, glaube ich, diesmal wirklich zwei Folgen zu gucken. Schaffen wir das heute? Mal schauen. We'll try. Okay. Okay, wir sehen uns gleich bei mir zu Hause. Genau.
Leaning out of love, never get enough. We never seem to get older. When things are going right, you seem to have the time. But when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. It's deja vu. Memories come back when I'm with you. Hallo! Wir sind zurück in meiner Nutzerner Wohnung, in meiner Wohnung. Und streichen gleich die Wand hinter uns. Der Marius Bord. Ja, bringt dann die Küchenlampe an. Wir haben schon die Steckdosen, Vera hat die Steckdosen schon abgeschraubt, die müssen wir jetzt abkleben. Nein. Doch. Die Steckdosen müssen wir nicht abkleben. Die doch. Nein. In dem Tutorial haben die das alle abgekleben. Also, um's gut, ich habe gar keine Ahnung vom Streichen. Vera hat es schon oft gemacht. Deswegen habe ich mir tausend Tutorials angeguckt, wie es geht. Und das war jetzt schon zum zweiten Mal, dass ich sage, jetzt müssen wir das mal Vera gucken. Ja, hey, nein. So, aber ein Tutorial habe ich auch gemacht. Das ist der Vorteil vom Abschrauben, ist ja, dass du es nicht abkleben musst. Weil du ja die Verdeckung da drüber machst. Was ist, wenn da Farbe reinspritzt? Doch, wie streichst du? Dafür machen wir Kunst. Also, ich habe jetzt gerade die Steckdosen, die Verdeckung da abgeschraubt, damit wir es nicht abkleben müssen, um unser Leben einfacher zu machen. Jetzt kleben wir gleich einmal hier die Ränder ab, damit wir auch eine gerade Linie hinbekommen. Farbe müssen wir gleich nochmal mischen und dann streichen wir auch schon los. Also, wir streichen ja neben die eine Wand. Okay. Let's go. Let's go. Wir wollen vielleicht erst auslegen. Ja, aber ich würde erst abkleben und dann auslegen, damit es nicht so rutschig ist. Okay, dann zeigen wir euch die Farbe dann später. Wir sind uns anscheinend sehr einig in allem, also. Would you be, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep out of fire. We keep on talking and talking. Talking and talking. Ich war ja mega aufgeregt vorher, ob die Farbe gut aussieht, ob es dann auch passt, ob es zu pink wird, aber ich finde es eigentlich so gerade richtig gut. Wir müssen natürlich dann nochmal gucken, wie es dann mit den Möbeln aussieht, also das sieht ja nochmal ganz anders aus, aber ich bin happy. Vor allem, dass es so nicht fleckig geworden ist.
geworden ist. Das können wir auch nochmal unbedingt empfehlen. Wenn ihr streicht, dann investiert auf jeden Fall in gute Farbe und kauft auf jeden Fall genug Farbe, weil sonst hat man da keinen Bock drauf, wenn man da irgendwie zweimal streichen muss und hinterher ist immer noch alles fleckig. Also lieber mal ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, weil im Endeffekt kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche drauf hinaus. Wenn ihr doppelt oder dreifach streichen müsst, dann habt ihr genauso viel Geld für schlechte Farbe ausgegeben wie für einmal eine gute. Ne? Genau, das war jetzt Brillux, schöner Wohnfarbe. Und also ich habe zum ersten Mal gestrichen, aber ich kann dir empfehlen. Ach ja, gut, da würde ich sagen. Danke für deine Hilfe. Sehr gerne, ich wurde mit Donuts bezahlt oder einen Donut. Was soll ich jetzt noch sagen? Stimmt. Ich bin echt stolz auf uns, dass wir jetzt direkt nach einer Woche den nächsten Vlog hochladen. Boah, so proud, ey. Ja. Ja, deswegen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von dem ganzen Umzugs-Content und Renovierungs-Content sehen wollt, dann wie immer gerne einen Daumen nach oben. Wir würden uns auch mega über ein Abo freuen. Den Abo-Button findet ihr unten unter diesem Video. Und ja, wir sagen jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Danke fürs Zuschauen. Wir wissen nicht, wann es sein wird und was es sein wird. Aber das nächste Video, oder was? Ja. Naja, auf jeden Fall. Wir schauen es. Moving Content incoming. Yes. Also ganz viel Liebe an euch. Habt noch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.